Live. Hello. Hello, hello, hello. Einen wunderschönen, was haben wir, Mittag? Ich bin immer so zeitlos unterwegs. Wünsche ich dir. Ich würde gerne ein paar Gedanken mit dir teilen zu unseren Naturgesetzen, zu Saat und Ernte und zum Fokus. Zum Geld. Genau. Wo fange ich an? Schau mal, jeder von uns kommt aus der gleichen Quelle. Ich nenne das immer gerne so die Quelle allen Seins. Das heißt, für jeden von uns ausnahmslos gelten die gleichen Gesetze. Nennen wir es die Naturgesetze. Eines davon ist das Gesetz von Saat und Ernte. Das heißt, was wir sehen, das ernten wir auch. Wenn ich im Garten Tomaten ernten möchte, dann muss ich Tomaten säen. Geht nie umgekehrt. Ich kann nicht erst ernten und dann säen, sondern geht immer nur auf dem Weg. Und wenn ich Tomaten nun mal ernten möchte, dann muss ich irgendwann vorher mal Tomatensamen säen. Logisch. Ja? Was hat das jetzt mit deinem Seelenplan zu tun und mit deinem Seelenberuf und mit Seelenfreude Geld und mit deinem freien und selbstbestimmten Leben, von dem du schon so lange insgeheim träumst? Da sind wir bei dem nächsten Thema jetzt übertragen auf uns Menschen, Thema Fokus. Wenn du radikal ehrlich zu dir bist und seinen eigenen Weg zu gehen, heißt auch, radikal ehrlich zu sich zu sein und authentisch, wirklich authentisch sich selbst zu sein. Authentizität schwingt noch viermal höher als Dankbarkeit und Liebe. Und wenn du radikal ehrlich zu dir bist, wo ist tagsüber gedanklich? Bevor im Außen was zur Lebenswirklichkeit werden kann, müssen wir erstmal einen Gedanken dazu haben. Also das Haus, in dem du jetzt lebst oder auch die Kleidung, die du trägst, da hatte irgendjemand eine Idee, in Designer das so und so zu entwerfen. Und dann sind andere Menschen dazu gekommen, die das in die Realität umgesetzt haben. Und dann konnte erst das Kleidungsstück, das Haus, der Sessel, auf dem ich hier gerade sitze oder was auch immer entstehen. Geht niemals umgekehrt. Erst muss erst der Gedanke da sein. Und da sind wir beim Fokus. Übrigens in meiner Welt inzwischen das Allerwichtigste, was du haben kannst. Zumindest gleichgestellt mit dem Thema Lebenszeit. Also Lebenszeit und Fokus ist in meiner Welt wirklich auf einer Ebene. Wie sehr hast du den Fokus, und gerade in der jetzigen Zeitqualität, tagsüber bei Dingen, die dich überhaupt nicht dorthin bringen, wo du hin möchtest, wo du dich, weil deine Seele dir schon gesundheitliche Themen schickt, auf der körperlichen Ebene, damit auseinandersetzt, wo du dich, weil viele da draußen gerade sagen, wir haben eine Krise, in welchem Bereich auch immer, wo du dich mit Krisenthemen beschäftigst oder wo du dich mit Existenzängsten beschäftigst oder wo du dir, keine Ahnung, Sorgen um keine Ahnung was machst. Wenn du ganz radikal ehrlich zu dir bist und heute Abend mal einen Rückblick hast, worüber hast du dir heute am meisten Gedanken gemacht? Wo war heute am meisten dein Fokus drauf gerichtet? Auf was? Auf das freie Leben, wovon du schon so lange träumst, oder eher so ein bisschen mehr, und davon gehe ich mal aus, weil Wahrheit, wenn du deinen Fokus zu nahezu 100% darauf richten würdest, tagsüber gedanklich, auf das freie Leben, wo du hin möchtest, und rein schon energetisch in der Vorfreude wärst, dass du weißt, yes, das ist unterwegs. Da draußen reden welche von Krise, hat nichts mit mir zu tun, ich weiß es besser. Oder
Ich weiß, dass ich jetzt auf dem Weg in meine finanzielle Freiheit bin. Das ist alles schon für mich vorbereitet. Oder den Job, den ich jetzt mache, der mich nicht mehr total erfüllt und morgens voller Freude aus dem Bett hüpfen lässt. Ich weiß, die Tage sind gezählt und schon ganz bald kann ich komplett mit meinem Seelenberuf durchstarten, dem Ruf meiner Seele folgen, Seelenfreude, Geld empfangen und kann mich ganz frei auf der Welt bewegen oder kann reisen oder was auch immer da in deinem Mind ist. Dann wärst du schon längst in dem Leben, wo du eigentlich hin möchtest. Das ist immer beim Fokus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich mal gern mit dir teile. Gesetz von Saat und Ernte und auch Fokus. Dem kann sich niemand von uns entziehen. Das sind genauso die Dinge, die wir in der Akademie im internen Bereich ganz intensiv machen. Nicht nur, wie du deinen Seelenplan tatsächlich auch fix in der Tasche hast, deinen Seelenberuf daraus kreierst, sondern wie du auch wirklich mal Chef im Kopf wirst und stabil in die Richtung deinen Fokus hältst, auch tagsüber, ganz wichtig. Es nutzt nichts, morgens ein Dankbarkeitsbuch zu schreiben, mal für 10 Minuten oder eine Viertelstunde Dankbarkeit zu fühlen und den Rest des Tages, also doch 99%, den Fokus wieder auf Dingen zu haben, die im Außen sind oder egal was es ist, bei Krisen, gesundheitlich, finanziell, was auch immer. Das ist das, was dann letzten Endes wiederum, um es in Neudeutsch auszudrücken, manifestiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also, niemand kann sich diesen Naturgesetzen entziehen. Wenn du etwas anderes in deinem Leben ernten möchtest, dann geht es darum, jetzt anderes zu sehen, metaphorisch gesprochen, sprich, deinen Fokus wirklich zu 100% stabil in die Richtung zu halten, auch tagsüber, auch wenn die Lebenswirklichkeit im Außen gerade noch ein bisschen anders ausschaut. Damit du das aussendest, damit du das säst im wahrsten Sinne des Wortes. Und letzten Endes dann auch zu ernten. Und ja, es bedarf natürlich auch der absoluten Klarheit, was willst du selbst eigentlich wirklich? Wie genau schaut denn dein ideales Leben wirklich aus? Mit all dem, was für dich dazugehört. Und dann natürlich auch die Klarheit zu haben, was macht dich selbst wirklich aus? Weil Wahrheit, wenn du ehrlich zu dir selbst bist. Du hast so viele Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Stärken, die dir bis eben aufgrund dieser Vielseitigkeit, wahrscheinlich hast du auch schon ganz viele Ausbildungen gemacht, sodass du wahrscheinlich auch eine Wand mit Zertifikaten da irgendwie kleistern könntest, dass du genau deshalb nicht weißt und dir schon so lange die Frage stellst, was ist denn das eine Ding, was mich selbst wirklich ausmacht und wie füge ich da alles zu einem wunderbaren Ganzen zusammen? Der Millionen-Erfolgstipp, 100.000-Euro-Erfolgstipp, wie auch immer du es nennen möchtest, für dich heute hier. Und ja, du hörst es zum ersten Mal, sicherlich nicht. Du findest in der Bio oder in den Features irgendwo in der Nähe von dem Video auch einen Link. irmgard-bronda.de/Begleitung. Klick drauf. Schau, was jetzt das Richtige, Stimmigste für dich ist. Ich gehe mal davon aus, am sinnigsten, am hilfreichsten sind da sicherlich erstmal 8 Wochen Begleitung. Dann hast du deinen Seelenplan schriftlich in der Tasche, weißt genau, wie du deinen Seelenberuf daraus kreierst und wie du damit dann eben durchstartest. Oder buch dein Beratungsgespräch. Oder wenn du sagst, nee, erstmal noch ein paar Motivationen mir erlauben. Es gibt ja auch ein 365-Tage-Programm, wenn du sagst, mir geht es jetzt erstmal so ein bisschen um Motivation oder es gibt auch die Möglichkeit, erstmal das Thema Seelenfreude Geld anzuschauen. Aber ich denke mal, Wahrheit, wenn alles für dich möglich wäre, hättest du am liebsten die Klarheit zu deinem Seelenplan, zu deinem Seelenberuf und wie du damit eben auch Seelenfreude Geld empfängst. Und dann sind die 8 Wochen, 2 Monate absolut auf dich zugeschnitten. Du darfst dich nur trauen und darfst dich entscheiden. Anders denken, anders fühlen, anders handeln. Gesetz der Natur, Saat und Ernte und Fokus. That's it. So einfach kann es sein, wenn du dich denn mal entscheidest.
mein Tipp, meine Anregung für dich am Donnerstagnachmittag. Ich freue mich auf dich. Traue dich. Alles Weitere machen wir gemeinsam. Bis dahin. Ciao, ciao.